Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online. Ja, das letzte Mal haben wir uns ein Illachi-Schiff unter den Nagel gerissen. Mit diesem Illachi-Schiff haben wir nämlich vor, einen Gegenschlag gegen die Illachi vorzubereiten. Und dafür mussten wir halt ein paar wichtige Informationen sammeln und halt dieses Schiff kapern. Vorab wollte ich euch aber kurz noch was zeigen, was ich ja letztes Mal angekündigt hatte, dass wir hier mal diese Tetrion-Waffen verwenden, da die sehr cool sind. Hab noch zwei eigene gebaut und hab dadurch dann quasi mein Schiff upgradet. Und ich bin mal gespannt, wie die im Einsatz sind. Und ich denke mal, das werden wir jetzt auch gleich wahrscheinlich feststellen bei der Mission Zwickmühle, die wir jetzt mal starten. Das Schiff, das sie gestohlen haben, wird es uns erlauben, den Kampf zum Feind zu tragen. Mit den Daten des Schiffscomputers haben wir eine Subraumspalte entdecken können, die uns direkt in eine ihrer Operationsbasen bringt. Begeben Sie sich dorthin und zerstören Sie sie. Ja, das wäre doch mal gut, wenn die Illachi mal auf den Sack kriegen würden. Ja, und diese Raumspalte ist quasi dieselbe Spalte, wo wir letztes Mal schon waren, wo wir das Schiff auch gekapert haben. Ja, schauen wir mal, wie wir denn jetzt hier den Angriff gegen die Illachi durchführen werden hier. Commander, unsere Sensoren zeigen die Illachi-Station direkt voraus. Wenn wir keine Aufmerksamkeit erregen, merken sie vielleicht nicht, dass das Schiff übernommen wurde. Ja, das hoffen wir auch, denn sonst ist der Plan für die Katz. Wir müssen vorsichtig sein, Sir. Wir können hier nicht einfach die Station in die Luft jagen. Eine Explosion dieser Größe im Subraum könnte zu einer Katastrophe von Ausmaßen der Hubus Supernova führen. Oder noch schlimmer. Wenigstens könnte es das Reisen mit Warp-Geschwindigkeit im gesamten Sektor verhindern. Ja, das wäre nicht so geil, wenn wir hier den Subraum zerstören würden. Denn das wäre sehr fatal. Wir müssen hingelangen und eine Kaskadenreaktion ausstoßen, die die Station nur so weit zerstört, dass es keine katastrophalen Konsequenzen für den echten Raum hat. Okay, du bist unser Wissenschaftsoffizier, du wirst schon wissen, wovon du da sprichst. Und das ist die Spalte quasi, durch die wir jetzt hier im Subraum überhaupt gelandet sind. Sieht ein bisschen strange aus hier drin, also, ist halt der Subraum. Und wir haben hier keinerlei Waffen im Schiff. Das heißt, mit dem Schiff hätten wir sowieso nicht, einfach reinballern können. Sir, sehen Sie sich nur die Größe der Flotte an. Ja, kann ich nicht, weil der Bildschirm davor hängt. Noch nicht. Sie scheinen uns für ein anderes Illachi-Schiff zu halten. Ihre Befehle. Weiter zur Station. Okay, jetzt sehen wir so langsam hier die Flotte. Ja, das sind doch einige Schiffe, muss man sagen. Ein paar kleine und auch ein paar sehr große. Okay, näher an die Station. Damit wir rüber können. So, Transporterreichweite, sehr schön. Dann beamen wir doch mal auf die Station rüber. Team können wir so lassen. Nun gut, dann lasst uns mal ein bisschen Chaos hier anstiften und die Station zerstören. Sir, there's a weak point here in the station construction. If we rig the secondary power pylons to blow, we can get our cascade without doing too much damage to subspace. Okay, die Maske müssen wir auf jeden Fall erstmal anziehen. Warum der das nicht automatisch macht, keine Ahnung. Mein Spielgerät aktiviere ich auch mal lieber. Na toll. Naja, gut. Müssen wir halt erstmal ein paar Gegner hier ausschalten. Oder? Ja doch, machen wir einfach. Wird schon klappen. Na stimmt, das scheinen einfach nur ganz normale Wissenschaftler zu sein. Und die lassen schön ein paar Schlusskisten der Zinketti fallen. Sehr schön. Die sammle ich doch liebend gerne ein. Gehen wir mal in die Konsole. I'm detecting massive biocide readings. The Illachi are probably holding more of our people as prisoners. Let's find them. Okay. Ja, massive Lebenszeichen, das hört sich nicht gut an. Ist nur die Frage, was für massive Lebenszeichen, Illachi-Lebenszeichen oder auch Romulanische. Wenn es Romulanische sind, können wir vielleicht ein paar retten.
They didn't know before. The Alachi know we're here now. Those weren't scientists. Okay, das ist so ein Kammerraum, wo die Elachi die ganzen Entführten, so eine Art Stasis-Kammer, kann man fast schon sagen, reinsetzen. Aber Stasis-Kammer sind es eigentlich auch nicht, denn das sind ja so eine Art Verwandlungskammern, wo die, ich glaube, die machen hier aus Romulanern und auch anderen Lebensformen, glaube ich, selber Elachi. Ich glaube, die verändern irgendwie die DNA oder so. Zumindest habe ich da sowas im Kopf, aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, ob ich damit richtig liege. So, machen wir erstmal die ganzen Wissenschaftler hier futsch. Vielleicht lebt ja der ein oder andere noch. Dann könnten wir vielleicht noch welche retten. Allerdings, die meisten sehen aus, als wären sie wirklich schon tot oder schon fast Elachi. Aber da sehe ich gerade eine, die ist noch, ziemlich romulanisch. Also denke ich mal, dass wir hier ein paar noch retten können. They're using our own people to grow the next generation of soldiers. That's just, it's sickening. Is there anyone left to save? Ja, hoffen wir mal. 4 Gefangene sollen wir zumindest retten hier. Einer ist da hinten. Okay, ein Mann. Ja, töten Sie sie alle. Ja, okay, gerne. Die Elachi sollen ausgerottet werden. Was eine Plage. Okay. 2 haben wir schon rausgeholt. Wen haben wir denn da hinten? Einen Remaner. Der aber anscheinend nicht mehr zu retten ist. Der ist tot. Okay. Der hat es leider nicht mehr überlebt, dass wir ihn rausgeholt haben. So, wie sieht's denn mit dir aus, mein Freund? Okay, ihm geht's noch gut. Dann tun wir mal das System hier überladen. Ja, brennt. Sehr schön. Kann man... Ach nee, das ist ja gar keine Tür. ach, da hinten. Okay. Wir müssen also nochmal durch den kompletten Raum. Ah, und da hinten kommt direkt nochmal ein neuer Elachi. Wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn keine gekommen wären. Schon. Renn doch nicht weg. Okay, der Gang scheint frei zu sein. Ich glaube, von hier kamen die Wachen gerade auch. Ah, da kommt schon eine neue Truppe. Ich schmeiß mal eine Granate. Sehr schön. Hat leider aber, glaube ich, nur 2 getroffen. So, da hat auch wieder einer eine Zenkiti-Kiste fallen lassen. Sehr schön. Die werde ich, glaube ich, jetzt erstmal ein bisschen... Oh, sogar 2. Sehr geil. Die werde ich, glaube ich, sogar jetzt erstmal kurz sammeln. Denn wenn wir die jetzt öffnen... na gut, wir könnten die eigentlich jetzt schon öffnen. Nur so Waffen oder so sollten wir jetzt nicht unbedingt direkt, ich sag mal, aus den Kisten holen, denn die sind dann halt vom Level dementsprechend nicht sehr hoch. Und wir leveln ja jetzt auch noch relativ schnell. Also macht es schon Sinn, dann halt Waffen dann zu nehmen, die vom Level dementsprechend dann höher sind. Dass wir die, wenn wir die behalten wollen, nicht allzu sehr upgraden müssen. Dass die halt schon ein gewisses Level haben.
Vielleicht warte ich damit auch dann, bis es wieder ein Upgrade-Wochenende gibt. Das kommt ja öfters schon mal vor. Und dann sollte das eigentlich sehr einfach gehen. Denn manche Waffen davon sind echt richtig geil. Die man aus Kisten bekommt. Und wir haben ja jetzt hier diese sehr schönen Tetreon-Strahlenbänke. Ich war mir gar nicht sicher, dass die Zenketti Tetreon-Waffen benutzen. Oh gut, jetzt weiß ich es. Aber ich finde die Tetreon-Strahlen eigentlich ganz cool. Also besser als die, die man bauen kann. Weil der Strahl nicht ganz so fett ist. Erinnert mich so ein bisschen auch an die Phaser von den TOS-Schiffen damals. Die hatten ja ganz anfangs auch blaue Strahlen. Und erst später wurden ja die Phaser-Geschosse der Föderation so orangefarben. Könnte man notfalls auch dafür quasi verwenden, damit es zumindest optisch ein bisschen passt. Also ist schon ganz cool. So, haben wir noch eine Zinkette, die ist sehr schön. Das läuft ja gerade. Kriegen richtig viele Kisten momentan. Das ist schon krass, wie viele von den Kammern die hier haben. So. Ja, weiße Items, wie gesagt, die sammle ich gar nicht mehr ein, außer man braucht ja, die Sachen halt für eine Quest oder so. Hat man ja zum Beispiel ich glaube auf welcher Planet? War das nur auf Nimbus oder gab es das auch noch woanders? Kommt halt schon mal vor, dass man halt Missionsgegenstände aufsammeln muss, irgendwelche Sicherheitscodes oder sonst irgendwas. Dann sollte man natürlich am besten auch die weißen Items mitnehmen, den Rest kann man ja notfalls verkaufen. Aber hier habe ich jetzt bisher noch nichts gesehen bei der Mission, dass wir irgendwas einsammeln sollen. Von daher lasse ich den Scheiß auch, weil ganz ehrlich, was soll ich mit dem weißen Kram? Macht mir nur das Inventar voll für wichtige Sachen und oh, die Sau tot. Und es lohnt sich auch nicht unbedingt, das groß zu verkaufen, wenn man so wenig Energy Credits dafür kriegt. Da kann ich den ganzen Store direkt liegen lassen. Denn ich sag mal so, was ich mittlerweile über den Account an EC habe, da brauche ich das nicht unbedingt einzusammeln. Also ich habe mit meinem Föderationschar sehr viel, weil ich da halt auch vieles im Auktionshaus verkauft habe, was ich hergestellt habe oder aus Kisten bekommen habe. Und ein bisschen halt auf die Accountbank hochgeladen bzw. eingezahlt habe. Von daher, der Romulaner wird jetzt nicht arm sterben oder so. Also der hat definitiv auch genug Geldreserven. Wir haben jetzt auch noch nicht wirklich viel Geld, also EC hier beim Romulaner bisher ausgegeben für irgendwas. Von daher reicht das eigentlich. Ja, komm schon. Ach, ich Idiot. Springe ich auch noch zu dem scheiß Stasis-Generator direkt hin. Das war natürlich jetzt nicht ganz so clever. Und noch eine Kiste. Also heute lassen sie aber echt viele Zinketti-Kisten raus. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Sehr geil auf jeden Fall. Hört, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie lange es die Zinketti-Kisten noch gibt. Frei im Spiel. Ist ja immer so, wenn eine neue Kiste erscheint, dann kriegt man die erstmal eine ganze Weile und dann kommt sie halt nicht mehr. Dann kann man sie, wenn man Glück hat, ja, die Sachen nochmal über Infinity-Kisten bekommen. Beziehungsweise halt über die Tauschbörse. Also ein paar Kisten hebe ich mir meistens sowieso immer mal auf. Welche für die Accountbank, die ich für mich selber verwende und dann nochmal eine Ecke für Sachen, die ich eventuell im Auktionshaus verkaufe. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, auch noch von den Sonar einige Kisten. Ich glaube, zwei oder drei Stacks sind das noch.
Und ich habe sogar unter anderem auch noch einen Sonar Forschungskreuzer, glaube ich heißt er, oder Forschungsschiff, was ich noch nicht verwendet habe, was ich jetzt zum Beispiel auch noch auf der Countbank liegen habe, was ich dann irgendwann mal verkaufen möchte. Da ich das nämlich zum Beispiel bei meinem Föderationschar schon habe. Da ich bei dem eigentlich sehr viele Schiffe sammle, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt frage ich mich nur, wo sind die ganzen Gefangenen? Ich sehe nämlich nicht wirklich was blinken. Ah, da mal ein. So, da ist der nächste. Sieht wieder aus wie ein Remana, oder? Ist das ein Romulaner? Ich weiß es nicht. Und dann kommst du auch noch raus. Wo kommt das Ding denn jetzt her? Hör auf, mich anzugreifen. Greif die anderen an. Ich will an die Konsole. So. Und wieder hier alles brennen lassen. Oh, das scheint ein hohes Tier zu sein bei den Elachi. Oh, und da stellen sie, beziehen sie sogar schon Stellung. Das heißt, die werden uns da gleich erwarten. Na gut, ich sag mal so, auf der Station dürfte mittlerweile Alarm ausgelöst sein, dass wir hier sind. Also, dass hier einiges kaputt gegangen ist und einige Einheiten zerstört wurden, sollte eigentlich mittlerweile aufgefallen sein. Ah, okay, die ist kaputt. Ja, manchmal dauert das ein bisschen, bis die despawnen. Ich fände es eigentlich besser, wenn die nicht despawnen, sondern einfach runterfallen würden. Dann wüsste man, dass die kaputt sind. So, auf den schmeißen wir am besten eine Granate. So, da hat der nämlich schon mal mächtig Schaden einstecken müssen. Ich denke mal, sind wir jetzt hier wahrscheinlich auf der Station fast am Ende. Kommt hier aber mal her. Ich glaube, das ist der letzte Raum hier auf der Station. Zumindest sah das laut Map so aus. Dieser Komplex, wo wir jetzt quasi sind, das sieht man ja oben rechts auf der Minimap mit den weißen Wänden. Das war, glaube ich, das einzigste, wo wir jetzt noch nicht waren. Konnten wir jetzt irgendwie den Subcommander da... nicht Subcommander, Stationscommander da angreifen? Irgendwie nicht, ne? Der hängt halt hinter diesem Kraftfeld. Komm, trau dich. Komm raus. Soll deine Lakaien hier für dich arbeiten? So kann man natürlich den Stationskommander auch nicht besiegen. Wenn diese feige Sau sich hinter einem Kraftfeld einfach versteckt. So. Zack. Ah, sehr schön. Das Kraftfeld ist eigentlich runter. Klasse. Ich habe direkt gehalten. Super. So, hier heilen lassen. Sehr schön. Und dann hauen wir dem mal alles um die Ohren. Granaten. Zieloptik. Das. Dann kriegt direkt mal eine heftige Salbe rein. Und das macht ihm gerade gut Schaden. Sehr schön. Dann machen wir den Rest der Station hier auch noch kaputt schnell. Ja, dann lass mal auf den Chip verschwinden. Denn wir wollen ja nicht auch dabei drauf gehen. Ich hoffe jetzt natürlich, dass wir jetzt nicht gegen die komplette Flotte, die hier vorne vor der Station stand, kämpfen müssen. Weil dann haben wir sehr schlechte Karten. Ich hätte erwartet, dass einige der Elachi-Schiffe in der Kaskade zerstört worden wären, aber keine Schiffe, keine Trümmer, die gesamte Elachi-Flotte ist einfach verschwunden. Das hört sich nicht gut an.
Unklar, es ist schwer, eine klare Zeitlinie im Subraum zu ermitteln. Die Verfallsrate der Warpspur weist aber darauf hin, dass sie schon eine ganze Weile fort sind. Sir, den Sensoren zeigen, dass die Kaskadenreaktion die Station bereits beschädigt. Ich schlage vor, dass wir uns zurückziehen. Ja, das halte ich für eine gute Idee, bevor wir nachher deswegen draufgehen. Da habe ich nicht unbedingt Lust drauf. Dann fliegen wir mal ganz schnell durch diese Subraumspalte wieder. Ich frage mich, ob wir das Schiff halten dürfen. Kommandozentrale. Denn irgendwie kommt nichts. Die Sensoren zeigen, dass die Kaskadenreaktion einen nicht umkehrenden Zustand erreicht hat. Wir müssen schnell wieder zurück in den normalen Weltraum. Ja, dann macht das bitte. Ich will hier nicht sterben. Ja, das ist jetzt wieder eine tolle Explosion. Es ist weiß. Oh Mann, ey. So. Okay, wir müssen nicht mit dem Command im Admiral sprechen. Wir müssen nach Neuromonus? Okay. Ich weiß zwar nicht, was wir da machen sollen, aber anscheinend dauert die Mission doch noch ein bisschen länger. Aber gut, das ist ja jetzt nicht ganz so tragisch. Von der Zeit her sind wir noch ganz gut im Rennen. Ansonsten wird es halt eine etwas längere Folge. Man könnte zwar hier quasi einen Cut machen, aber ich lasse das jetzt mal. Nee, zur Kommandozentrale nicht. Wir verlassen mal das System. Ich denke mal, dass man dass wir die Mission wahrscheinlich von außen starten müssen. Das könnte was mit der Flotte zu tun haben, die weg ist. Vielleicht greift die jetzt so Romulus an, also Neuromulus an. Ja, wie ich es mir schon gedacht habe. Verteidigung von Neuromulus. Naja, man hätte es sich halt auch denken können, ne? Dass sowas passieren wird. Commander, Langstreckensensoren erfassen eine riesige Flotte der Elachi, die hierhin unterwegs ist. Neuromulus hat nicht die Art von fortschrittlichen orbitalen Verteidigungsvorrichtungen, um einen solchen Angriff abzuwehren. Admiral Kerevrek hat alle verfügbaren Schiffe zusammengerufen, um die Verteidigung des Planeten vorzubereiten. Um Neuromulus zu beschützen, hat die Flotte ihre einsatzfähigen Kriegsschiffe in einem äußeren Ring in Stellung gebracht. Wir werden einige Basisverteidigungsvorrichtungen entlang der Annäherungsroute des Feindes aktivieren und anschließend im Laufe des Gefechts zum Planeten zurückfallen. Okay. Was macht das für einen Sinn? Damit die noch näher am Planeten sind oder was? Keine Ahnung. Naja, okay. Signalisieren wir die Bewegung für die äußere Linie hier. Oh, da kommen sie schon. Eine kleine Invasionsflotte. Das kann ja lustig werden. Und jetzt setzen wir erstmal unsere neuen Waffen ein. Und ich finde, die sehen richtig geil aus. Die sehen wirklich sogar so bläulich, so dunkelbläulich aus, wie sie halt bei den TOS Phasern waren. Wenn man jetzt sieht, bei meinen hinteren Tetrion-Strahlen denken, die sind so weiß-blau und etwas breiter. Und da finde ich die anderen etwas cooler gemacht. Weil die halt etwas dünner gestaltet sind und auch nicht ja, so hell sind. Also mir gefallen die sehr gut. Also da hätte ich gerne noch mehr von. So, jetzt fliegen wir mal in eine Gruppe, wo ganz viele Gegner sind. Dann hauen wir hier mal das Ding rein. Sehr schön. Schön den Singularitätskern rausgehauen. Das dürfte sehr guten Schaden anrichten. So. Ah, okay. Das war... Ich dachte schon gerade, wir werden da gerade mit einem Traktorstrahl angegriffen. Aber das war doch nur ein romulanisches Schiff, das da ein paar Jäger aufgegabelt hat. Also ich muss sagen, fallen mir richtig, richtig gut. Und mir kommt es auch so vor, als würden wir leicht mehr Schaden machen. Wir haben natürlich jetzt auch eine 360-Grad-Waffe wieder dran. Zuletzt hatten wir ja, als wir die Plasma-Geschütze, Plasma-Strahlenbänke, die ich gebaut habe, drin hatte,
hat man halt kein 360-Grad-Geschütz mehr. Aber das macht schon eigentlich Sinn. Ich überlege mir sowieso, man greift ja, sag ich mal, mit dem Schlachtschiff nicht unbedingt so schnell ein. Beziehungsweise das Schiff ist jetzt nicht gerade das schnellste. Selbst wenn ich jetzt viel Energie auf Fluggeschwindigkeit setzen würde. Das Ding ist halt ein Pod, der nicht wirklich sehr wendig ist. Da könnte man sich wirklich überlegen, sogar hinten drei von den 360 Grad reinzusetzen und sich frontal quasi mit dem Schiff gegenüber die Gegner zu stellen, um halt quasi alle Waffen gleichzeitig auf die Gegner abzufeuern, wodurch ich dann quasi noch mehr die Geschwindigkeit darunter drosseln könnte. Also man könnte quasi die Energie fast auf 0 runtersetzen. Ich weiß nicht, ob es auf 0 geht oder vielleicht auf 5 runter. Man könnte den Rest, den man da nicht braucht, dann noch weiter in die Waffen setzen, damit einem da die Energie nicht ausgeht. Das wäre auf jeden Fall cool. Okay, jetzt haben sie mir vorne zwar die Schilder weggeknackt, aber gut, da muss ich sowieso noch andere Skills und alles finden, um dem ein bisschen entgegen zu steuern. Ihr seht, das Ding ist nicht gerade schnell in Wänden. Okay, wir sollen jetzt zur zweiten Linie zurückziehen. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, denn wir haben die komplette Angriffsflotte, die jetzt in einem äußeren Ring angegriffen hat, zerstört. Und hier ist kein Gegner mehr. Warum ziehen wir uns dann zurück? Toll, damit die dann da hinten wieder spawnen. Toll, wozu bin ich denn jetzt so weit zurückgeflogen? Ja, Mann, Mann, Mann. Okay, Feuer frei. Ich finde die so geil, die Dinger. Die Strahlenbänke, die gefallen mir sowas von. Nice, nice. Ja, ich experimentiere sowieso gerne mal mit den Strahlenbänken rum. Also klar, mit der Föderation bin ich ganz anfangs immer Phaser geflogen. Bin dann teilweise auf Antiproton dann umgesattelt. Aber ich muss sagen, auch Disruptor und Tetrion haben ihren Charme. Der Plasma, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich nicht so ganz von überzeugt. Da finde ich die Strahlen noch viel zu breiter. Und auch die Geräusche der Strahlenbänke finde ich jetzt nicht so geil. Ja, jetzt haben wir schadensmäßig sind sie halt alle sehr ähnlich. Ich kann euch jetzt nicht hundertprozentig sagen, welchen Vorteil man mit welchem Waffentyp immer hat. Aber ich weiß nicht, Plasma kann ich nicht so viel abgewinnen. Also mal gucken. Vielleicht werde ich das dann wirklich hier auf Tetran was weiterfliegen, die Schiffe. Wenn es funktioniert, finde ich gerade richtig gut, weil ich meine, in anderen Gefechten, wo wir weniger gegnerische Schiffe hatten, haben wir weitaus weniger Schaden ausgeteilt und haben auch ja, schneller die Hülle platt gehabt. Natürlich haben wir hier auch einige Verbündete, aber ich bin ja auch teilweise in Gruppen reingeflogen, wo noch nicht mal Verbündete in der Nähe waren. Also von daher, egal. So, machen wir erstmal hier die Elati fertig. Die sind nämlich ganz schön nervig. Frag mich, wie viele Schiffe die hier noch haben im Sektor, beziehungsweise wie viele Schiffe hier noch eintreffen werden. Und damit wir auch richtig schön Schaden austeilen können. Was will das Schlachtschiff denn hinter mir? Ich glaube, der will so eine Welle auf mich abfeuern, aber das war wohl nichts. Also ich muss sagen, die Kombination von den romulanischen... Ach scheiße, jetzt bin ich versehentlich auf die Windows-Taste wieder gekommen.
Ich muss sagen, die Kombination hier von den romulanischen Fähigkeiten, wo man ja teilweise auch Trugbilder erschaffen kann, und der Konsole, die ich aus der Constellation rausgenommen habe, hat man schon, finde ich, einige Konsolen bzw. einige Möglichkeiten, so einem direkten Beschuss auszuweichen bzw. mal kurz abzulenken. Also gefällt mir ganz gut. Auch wenn das natürlich nicht die Nonplusultra-Konsolen sind, aber ich finde, fürs PvE gefällt es mir bisher sehr gut. So, kommen wir jetzt zurück. Ich weiß nicht, warum wir immer so weit uns zurückziehen sollen. 5 Kilometer einfach näher ran hätte eigentlich auch gereicht. Dann hätten wir hier direkt angreifen können. Okay, wir müssen jetzt dieses Führungsschiff zerstören. Mit ein bisschen Glück ist das dann nämlich die letzte Welle gewesen. Okay, in der Quest sagt er mir jetzt Kommandoschiff. Ah, sehr schön. Verstärkung. War das jetzt echt nur ein Schiff? Ne, da sehe ich noch ein... Obwohl, da sehe ich auch Klingonenschiffe. Warum sind hier Klingonenschiffe? Die sind doch gar nicht mit den Klingonen verbindet. Zwar Romulus, aber wir selber nicht. Aber das kann natürlich sein, weil es gibt ja auch Romulaner, die mit den Klingonen verbindet sind. Das sind die dann quasi die Klingonen-Rufen haben, um halt gegen die Elachi zu kämpfen. Was ich aber halt lustig finde, jetzt, dass Föderation und Klingonen halt dabei sind. Und die sich ja eigentlich noch nicht wirklich riechen können. Aber jetzt haben wir definitiv eine überlegene Streitmacht, um hier noch die letzten Schiffe auszuschalten. Okay. Die letzten Schiffe sind geflohen. Das heißt, wir können das System jetzt verlassen. Das war auf jeden Fall ein sehr nettes Gefecht hier vor Neu-Romulus. Hat mir gefallen. Die Mehrheit der feindlichen Flotte wurde zurückgeschlagen. Die verbleibenden Elachi-Schiffe, die aus dort draußen zurückgeblieben sind, fliehen vor Neu-Romulus. Was für ein Satz. Das romulanische Volk wird überleben und einen weiteren Tag heraufziehen sehen. Der Preis war hoch, doch welcher Preis wäre zu hoch für die Verteidigung der eigenen Heimat? Wir können den Orbit auf ihren Befehl hin verlassen. Dann macht das bitte, Satra. Puh. Ja, war doch mal ganz nice, muss man sagen. Hat mir gefallen, die Mission. So sneaky peeky mit einem gestohlenen Schiff da rein und dann rufen wir den Admiral. Hervorragende Arbeit, Commander. Sie haben sichergestellt, dass die Romulanische Republik noch etwas länger bestehen wird. Wir haben einen entscheidenden Schlag gegen die Elachi gelandet. Hakif hat seinen mächtigsten Verbündeten verloren. Wir haben zwar einige Verluste zu beklagen, jedoch sind wir nun stärker als jemals zuvor. Ja gut, ob wir stärker sind, wissen wir nicht. Wir haben es aber ganz gut hinbekommen, würde ich sagen. So. Okay, wir kriegen noch ein neues Crewmitglied. Komm, nehmen wir einfach jetzt mal rein. Kann ich ja später immer noch mal entlassen. So, Fähigkeiten. Ja, gucke ich später mal drüber. Aber ich muss definitiv sagen, ich bin von diesen Waffen hier echt angetan. Richtig geile Dinger. Also da werde ich weiterhin drauf aufbauen. Und ja, ich würde sagen, dann war es das für dieses Mal. Wir machen an der Stelle hier Schluss und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, Leute. Also, haut rein, Leute.